So, hallo. Videoteil Nummer 2. Ich war gerade am Einkaufen. War richtig cool. Oh, die Sonne blendet. Es waren ja wenig Leute unterwegs. Von daher flogen nicht so viele Konsonanten rum wie sonst. Ja, dafür hatte ich eine nette Begegnung an der Kasse. Also meine Erfahrung ist ja, dass vorwiegend die ältere Generation, ich nenne es mal 60 plus, sehr skeptisch, sehr skeptisch ist, was Sachen betrifft, die neu sind, die sonst keiner macht. Also auch barfuß laufen. Meine Erfahrung bislang, ich will jetzt keinen denunzieren, aber es ist meine Erfahrung. Ja. Und dann stand ich so an der Kasse und grinste so vor mich hin. Und da stand einer vor mir und einer hinter mir. Auch, wie gesagt, diese betroffene Generation. Mich angeguckt, Füße angeguckt. Mich, Füße. Total fassungslos und auch etwas mürrisch guckend. Und ich glaube, ich habe dieses Mürrische einfach weggelächelt. Das fand ich total cool. Ich habe sie einfach freundlich angegrinst. Und dann, entweder waren sie dann beschämt oder sie haben dann gedacht, ach, so verrückt kann die gar nicht sein. Auf jeden Fall haben sie dann gelächelt und nicht mehr so mürrisch geguckt. Dann bin ich, nach dem Bezahlen, bin ich dann raus an diesen Tresen, wo man den Müll entsorgen kann. Hab das dann auch schön gemacht. Und dann kam auch jemand von dieser Generation und sagte im Vorbeilaufen, oh, wenn ich sie sehe, kriege ich kalte Fies. Und dann habe ich mich umgedreht. Oh, hell. Dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ja, heute ist ganz schön kalt, oder? Und da sind wir richtig ins Gespräch gekommen. Richtig nett, freundlich und lustig. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich erst seit August diesen Jahres barfuß laufe und dass diese Temperaturen wie heute ja schon sehr grenzwertig sind, wo ich dann auch denke, oh, kalt. Ja, war sehr schön, lustig, freundlich. So hoffe ich mir das immer. Man kann da ganz normal reden, auch mit Pseudo-Verrückten, wo sich herausstellt, so verrückt sind die wahrscheinlich gar nicht. Ja, jetzt fahre ich barfuß Auto. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe meine Versicherung angerufen, die Tage, die Hook ist das übrigens, und habe sie gefragt, wie das ist, versicherungstechnisch und auch bei einem Unfall. Und da fragte sie erst einmal ihre Kollegen, die Dame am Telefon, und die versicherte mir, falls es zu einem Unfall kommt, dann wäre es nicht relevant, ob oder welches Schuhwerk getragen werden würde, sondern das Alter, wurden Drogen genommen und solche Sachen halt. Das heißt, ich würde auch nicht hochgestuft werden, das ist also irrelevant. Ich habe ihr aber empfohlen, dass sie auf jeden Fall mal das testen sollte und auch empfehlen, weil man halt überhaupt nicht besser Grip, also richtig Grip haben kann, denn ich kann ja mit meinen Füßen, mit meinen nackten Füßen, kann ich ja perfekt die Pedalen umfassen. Und da bleibe ich auch nirgendwo mit meinen Schuhen hängen oder so, die man dann falsch einschätzt, sondern man weiß ja genau, wo sein Fuß endet. Ich kann es echt nur empfehlen. Wirklich aus Sicherheitsaspekten heraus, von der Bequemlichkeit und vom Wohlbefinden auch, aber gerade aus Sicherheitsaspekten heraus. Ja, ich bin Mama von 3 Kindern. Ich würde niemals etwas tun, was meine Kinder oder mich gefährden würde. Also das Sicherste überhaupt kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt warte ich auch nochmal nach meinem schönen Kurwochenende die Polizei aufsuchen. Ich habe ja schon von rechtens viele Sachen gelesen, wo es nie so konkret definiert ist, immer nur mit Schuhwerk und etwas, was den Fuß umgibt, bla bla bla. Ja, jetzt möchte ich doch mal wissen, wie die Polizei das bei mir in der Stadt sieht. Denn soweit ich weiß, ist es keine Ordnungswidrigkeit. Also wenn ich jetzt angehalten werden würde und ein Polizist würde sagen, Sie fahren barfuß, Sie kriegen jetzt ein Bußgeld, darf nicht sein. Anders wäre es, wenn ich jetzt in einen Unfall verwickelt werden würde, zum Beispiel mit der Fahrschule von mir.
dann wäre es wohl relevant, aber das möchte ich gerne mal abchecken. Aber ich habe ja nicht vor, einen Unfall zu bauen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit mit warmen Temperaturen oder mit Temperaturen, in denen ihr barfuß laufen könnt und euch erden könnt. Das Geilste überhaupt. Mach's gut.